Ina Müller ist die Aufsteigerin des Jahres. Mit ihrer Sendung Inas Nacht hat sie die goldene Henne ergattert. Für die Moderatorin eine große Ehre. Also erstens, weil ich wirklich vom Bauernhof komme und einen großen Bezug zu Kühen, Schweinen und Hühnern habe, finde ich den besonders attraktiv. Ich fühle mich diesem Preis sehr verbunden und ich finde, jeder dicke Preis, der mehr als 2 Kilo wiegt, ist einfach schon mal ganz toll. Mit ihrer Auszeichnung sorgte Ina Müller für einen riesen Presserummel. Ungewohnt? Ich hatte jetzt ein paar Jahre Zeit, darüber nachzudenken und das anzunehmen. Aber es hätte mir das noch vor 10 Jahren jemand erzählt, dass ich jemals vor einer dermaßen Meute an Fotografen stehe, die mich anschreien. Hätte ich A nicht gewusst, ob ich es machen will, und B hätte ich denjenigen für verrückt erklärt.